Ja, hallo meine Freunde. Ja, das nächste Video für euch. Ja, und ihr habt es gelesen, es ist ein Gehäuse. Es ist das Bitfenix Progi oder Progi, wie man sagt. Ihr seht, ich habe es schon ausgepackt und ja, ich habe hier schon mal den anderen Laufwerkskäfig ausgebaut. Ich habe mir hier hinten, also da sind normalerweise normale Schrauben drauf, habe ich mir so Rändelschrauben gemacht, wenn man ans Netzteil muss, dass man da nicht jetzt unbedingt ein Werkzeug braucht. Ja. Ich habe das Gehäuse auch nicht neu gekauft, sondern das war wirklich ein schönes Schnäppchen gebraucht. Und ich muss dazu sagen, es ist in einem super Zustand. Ja, das Schöne war auch, hier ist sogar die Seite mit dem Fenster dabei. Das hat er noch nachgekauft, das habe ich sogar dazu bekommen. Es war wirklich ein schönes Schnäppchen, muss ich dazu sagen. Also man kann auch gebraucht schon mal etwas kaufen. Man muss aber wirklich auch da immer mal wieder Glück haben, dass man was Vernünftiges bekommt. Ich habe schon Gehäuse gebraucht gekauft, da stand auch dabei guter Zustand und das Ding konntest du eigentlich neu lackieren und ja. War also nicht so. Darum bei Gebrauchtsachen muss man schon Glück haben, weil Fotos und Bilder täuschen einen wirklich manchmal wirklich sehr. Vielleicht habt ihr das selber auch schon erlebt. Ja, ich habe das auch schon oft bei Autos mal gesehen, wenn man gebrauchte Autos kaufen will. Da kommst du da an, da denkst du, das ist ein ganz anderes Auto wie auf den Bildern. Ja, auf jeden Fall kommen wir zu dem Gehäuse. Ich weiß nicht, ob es das werden wird. Ich warte noch auf eine Zusage. Dann kann es auch ein anderes Gehäuse werden. Aber da habe ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Darum kommen wir heute einfach mal zur Vorstellung von dem Bitfenix. Ich finde es ein sehr schönes Gehäuse. Vor allen Dingen, was ja immer wieder viele sagen, ich brauche ein Laufwerk. Hier passt ein Laufwerk rein, auf jeden Fall. Ja, je nachdem, wenn man natürlich jetzt hier oben im Deckel eine Wasserkühlung, eine 240er montieren möchte, müsste man das Laufwerkskäfig hier rausnehmen. Hier ist normalerweise noch ein Laufwerkskäfig für 3,5 Zoll. Den habe ich schon mal rausgenommen. Ich kann euch das mal zeigen. Der sitzt normalerweise hier auch noch drin. Dann kann man sogar 1, 2, 3, 4, 5 mal 3,5 Zoll einbauen und ein Laufwerk. Aber ich glaube, wer sich so ein bisschen auskennt, Mini-ITX haben meistens nur vier SATA-Anschlüsse, dann wird es also schon kriminell. Darum würde das von den Anschlüssen an Bord nicht funktionieren. Auf jeden Fall das Bord, was ich hier verbauen werde. Darum habe ich den schon mal rausgenommen, weil ich den auch wirklich nicht brauche. Ja, darum kann der schon mal auf Seite. Ja, bei dem Gehäuse muss ich dazu sagen, finde ich echt schön den Platz, den man hat. Es ist ein kleines Gehäuse, aber trotzdem hat es noch sehr schöne Abmaße für zum Beispiel einen hohen Towerkühler, für eine Wasserkühlung. Man kann auch eine 120er, 140er im Rear verarbeiten, was ich wahrscheinlich auch soweit vorhabe. Das heißt, man hat in der Front die Möglichkeit, einen 120er, 140er oder einen 200er Lüfter zu verbauen. Wir haben hier einen Staubfilter fürs Netzteil. Ja, ist auch immer nicht verkehrt. Das Ganze steht hier auf so Kunststoff. Das obere Teil hier seht ihr auch, das ist Kunststoff, aber wirklich harter Kunststoff. An den Griffen kann man es auch schön tragen. Wenn man jetzt sagt, okay, zur LAN-Party, kann man es natürlich hier wunderschön tragen. Wir haben hier oben nochmal einen sogenannten Staubdeckel, der Staubfilter. Das heißt, wenn von oben Staub nicht ins Gehäuse fallen sollte. Wir können aber im Deckel auch 2x120er Lüfter verbauen oder wir können hier einen 240er Radiator verbauen. Dafür müssen wir aber, wie gesagt, dann den Laufwerkskäfig, den DVD-Laufwerkskäfig hier ausbauen. Ist mit 6 Schrauben gehalten, ist also einfach auszubauen. Wer sagt, ne, brauche ich auch nicht, kann man es auch dann ausbauen. Wir haben dann noch Platz für zwei 3,5 Zoll, wie gesagt, Grafikkarten, wenn man den einen Käfig hier nicht drin hat, hat man natürlich sehr viel Platz. Wir können es mal messen. Wir haben dann für eine Grafikkarte bis ja, 33,5, ja, 33,5 würde ich sagen, maximal Platz. Wir haben Netzteile von bis ATX, also ganz normal. Wir haben hier hinten im Teil von den Netzteil haben wir natürlich Platz, die Kabel, die zu viel sind, so ein bisschen reinzustopfen. Was natürlich bei dem SFX von Be Quiet, was ich vorgestellt habe, in meinem letzten Video nicht der Fall sein wird.
weil die Kabel wirklich sehr schön kurz gehalten sind, weil das Netzteil schön klein ist. Das passt natürlich hier super schön rein. Da hast du also wirklich keinen Ärger mit irgendwelchen Kabeln, die zu viel sind. Das hat man natürlich hier wirklich super schön. Ja, wie gesagt, was ich toll finde, wir haben immer noch Platz für 3,5 Zoll. Wir können auch hier an der Seite können wir noch SSDs verbauen. Ja, das heißt, die können wir auch noch verbauen. Und wir können auch notfalls, was ich vielleicht vorhabe, hier noch eine 3,5 Zoll Festplatte oben drauf legen. Muss ich mal gucken, wie ich die festbekomme. Dass ich also 3,5 Zoll habe, ein Laufwerk DVD, dann habe ich meine vier SATA-Anschlüsse belegt. Und meine Festplatte fürs System ist ja eine M2, die kommt ja direkt ans Board dran, da brauche ich keinen extra Anschluss für. Also so soll es eigentlich werden und aussehen. Ja, ich finde das Gehäuse wirklich sehr schön. Ich habe die Seitenwände extra schon mal abgemacht, weil ich im Vorfeld mal was probiert habe. Denn ich habe mir viele Videos angeguckt von dem Gehäuse und keiner hat mal irgendwie gezeigt, ob man die Türen wechseln kann. Denn bei mir steht das Gehäuse rechts. Ja, und normalerweise hat man dann hier eben, sieht man die Grafikkarte, wenn die dann hier steht. Wenn man jetzt ein Fenster hat, sieht man eigentlich nur die Grafikkarte. Also es ist eigentlich für ein bisschen Modding, kann man machen, wenn man jetzt eine super schicke Grafikkarte hat, aber man sieht durch das Fenster wirklich eigentlich nur die Grafikkarte, mehr nicht. Man sieht nicht die Kabel, die dahinter sind, man sieht nicht die Wasserkühlung, die dahinter liegt, man sieht die Lüfter nicht, außer vielleicht hier oben den, aber wenn hier die Grafikkarte steht, sieht man von dem Lüfter da hinten auch wirklich nicht viel. Ja, das Fensterteil ist dabei, ich kann es euch kurz, wenn ihr möchtet, mal zeigen. Ja, man sagt eigentlich Prodigy, ne? Prodigy, ja. Wie man es ausspricht, da bin ich immer so ein bisschen, also ihr seht selber, hier ist das Fensterteil, ist auch sehr massiv, muss ich dazu sagen. Ich habe echt gedacht, da wäre eine echt Glasscheibe drin, ist aber nicht, ist eine Kunststoffscheibe. Und jetzt seht ihr selber, wenn das hier so drauf wäre, ist, man sieht also wirklich hier vorne dann nur die Grafikkarte. Mehr sieht man nicht und darum, ja, weiß ich nicht, werde ich es wahrscheinlich auch nicht einbauen. Ja, denn original sind die Gehäuse, wenn man das ganz normale kauft. Ich hol's mal her. Dann sieht das so aus mit den Lüftungslöchern für die Grafikkarte. Ja, denn das Teil soll jetzt eigentlich hier sitzen. So, damit die Grafikkarte sich hier Frischluft ziehen kann. Aber erstens, was ich so ein bisschen schade finde, das Material ist super. Also so eine Türe, immer, die wiegt ja mehr wie von manchen großen ATX-Gehäusen. Das ist so ein starkes Blech. Also da war ich schon erstaunt, dass die so schwer sind, die Türen. Die verbiegst du auch in keiner Weise. Also das ist schon wirklich tolles Material. Also Hut ab. Was ich aber schade finde, ist, dass dann hier eben kein Staubfilter sitzt. Das muss ich wirklich mal dazu sagen. Also eine Grafikkarte, wenn die wirklich jetzt anfängt zu laufen, die zieht natürlich Luft. Und durch den großen Löchern zieht man natürlich dann den Staub direkt an die Grafikkarte. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich habe mir aber das letzte Mal 10 solcher 140 mm Staubfilter bestellt. Das Schöne ist, da wo die Löcher sitzen, da sind auch noch hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da sind so ausgestanzt, aber das ist noch drin und das ist ganz schön, denn ich habe mir gedacht, dass ich mir hier von zwei Stück einfach hier so, oder mal gucken, wie es am besten passt von der Seite, dass sie schön zusammen sind, dass ich mir hier so einen Staubfilter drauf machen werde, draufklebe. Ja, ich werde das einfach mit Tesaband, mit schwarzem, schön hier draufkleben und dann habe ich natürlich hier einen wunderschönen Staubfilter. Das heißt, dass mein Gehäuse innen drin nicht so staubig wird. Schön ist ja, beim Netzteil haben wir einen Staubfilter, in der Front sitzt auch keiner, da muss ich auch noch mal gucken, das werde ich aber gleich mal zeigen. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, die kriegt man im Internet, ich habe sie mir aus ich glaube China kommen lassen, hat ein paar Tage gedauert, aber ich hatte die Zeit und das Schöne ist, kann man immer für irgendwas brauchen. Ich habe die ja im Moment oben in meinem Hauptgehäuse, das heißt da, wo die 140 mm sitzen, denn bei dem Corsair Airfloor, da sind die Löcher auch so groß, dass sehr viel Staub ins Gehäuse kommt. Und die habe ich dann praktisch vor die 140er Lüfter noch gesetzt, so dass es wenig.
dass also viel weniger Staub geworden ist in meinem Hauptgehäuse, ja, durch diese Filter hier. Und das Schöne ist, die mache ich mir hier drauf und dann kann man hier, hat man dann praktisch schön den Staubfilter. Ja, und was ich natürlich auch, wie gesagt, am Anfang schon mal gesagt habe, keiner hat gezeigt, ob man die Türen wechseln kann. Denn das Schlimme ist ja, wenn ich das so stehen habe, jetzt habe ich hier nirgendwo den einen Ausschalter. Der liegt normalerweise auf der anderen Seite. Ja, und ich habe das schon mal im Vorfeld jetzt probiert gehabt. Und das Schöne ist, es funktioniert. Ja, ich hole das Teil mal hoch. Vor allen Dingen bei der Türe ist auch noch mal schön, man kann hier noch mal SSDs, 3 Stück, verbauen. Ja, wer das also machen möchte, wer jetzt wirklich sagt, ich habe noch einen Platz oder ich habe noch einen Adapter mir eingebaut für noch mehr SSDs oder SATA-Anschlüsse, der kann natürlich dann hier auch noch 1, 2, 3 SSDs verbauen oder 2. Ich glaube 2 Stück nur, weil hier werden gar keine Schrauben sein, Halter sein, wenn man sie hier reinschieben würde. Also hier haben wir auf jeden Fall für 2 SSDs auch noch Platz. Also eigentlich für ein Mini-ITX sehr ausreichend. Hier sind die ganzen Panelanschlüsse eben für USB und so weiter und so fort. Einschalter, Ausschalter, USB 3.0. Und das Schöne ist, ich zeige es euch jetzt mal, denn ich habe wirklich viele Videos durch und keiner hat es gezeigt. Und darum möchte ich das jetzt mal zeigen, denn man kann die Türen wirklich wechseln. Und dann habe ich das, wenn ich das hier rechts stehen habe, meinen einen Ausschalter, meinen Reset, meine Kopfhörer und mein USB 3.0. USB 2.0 haben wir hier nicht, aber für die meisten reicht das vollkommen aus. Ja, und das Schöne ist eben, es passt wunderbar rein. Wenn man natürlich alles angeschlossen hat, muss man eben aufpassen, wenn man den Deckel hier aufmacht, dass man nicht so weit zieht, sonst zieht man sich die Kabel wahrscheinlich raus. Aber ich bin der Meinung, das ist wirklich kein Thema, wenn man alles so weit verbaut hat, dass man die Anschlüsse dran macht und dann einfach den Deckel drauf macht. Und so oft muss man ja auch nicht dran. Ja, aber das Schöne ist, dann kann ich das hier dran machen. Ja, ich mache jetzt mal hier eine Schraube rein, damit es hält, damit es mir nicht runterfällt. So, dann machen wir hier eine Schraube dran. So, seht ihr auch, dass das wirklich funktioniert. Ja, und dann haben wir nämlich auf der Seite hier dann praktisch das Lüftungsgitter mit den Staubfiltern. Und das finde ich schon, das ist nicht verkehrt. Ja, dann kann man hier schön die Staubfilter dran machen. Und dann haben wir hier trotzdem einen schönen Airflow. Hier vorne kommt ein 140er rein. Weil 200er, die sind mir doch ein bisschen zu laut. Es gibt natürlich auch wirklich welche, die sehr leise. Ich habe noch keinen gehabt, der wirklich so leise ist. Darum wird hier vorne ein schöner 140er, der reicht vollkommen aus, der die Luft schön reinbringt, die Frischluft. Und hier hinten wird dann ein 140er die Luft nach außen treiben. Hier oben wird vielleicht noch ein 120er eingebaut, der die Luft hier oben auch nochmal bisschen mit raustreibt. Und dann haben wir eigentlich hier wirklich einen schönen Airflow drin, der eigentlich für das Gehäuse hier vollkommen ausreichend ist. Ja, denn so viel Wärme wird nicht entstehen, weil einfach die Wasserkühlung reinkommt. Welche Wasserkühlung, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich die hier oben dann mal reinmache, dass sie direkt die Luft nach oben raus befördert, oder ob ich die hier hinten mit dem Radiator dran setze. Das muss ich noch schauen, ob es eine 120er oder 140er wird, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich bin da noch am Rätseln, wahrscheinlich doch eine 140er, weil das System wird ein AM4 werden mit meinem 1700er. Das reicht hier vollkommen aus, eine kleine Wasserkühlung. Ich könnte auch mit dem Ride-Kühler arbeiten, aber der bläst ja eigentlich dann die Luft nach unten. Und wenn ich doch übertakte, dann ist er mir doch ein bisschen zu schwach, darum werde ich hier doch eine Wasserkühlung einbauen. Und ja, dann haben wir hier ein wunderschönes Gehäuse. Damit wollte ich eigentlich jetzt euch nur mal zeigen, welches Gehäuse wahrscheinlich kommen wird. Es steht aber noch nicht fest, ob es das hier werden wird. Darum, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, ich wiederhole mich gerne, dass es auch noch ein anderes werden kann. Wie gesagt, hier haben wir dann für die Grafikkarten 2 Slots. Hier kommt das Board hin, hier ist Netzteil. Ja, ich finde es ein sehr schönes Gehäuse, und wenn es dann rechts steht, dann muss ich nicht irgendwie hinterm Gehäuse, sondern habe hier vorne meine Anschlüsse. Ja,
Und dann sagen viele, oh, nichts mit LED, RGB. Nein, diesmal nicht. Diesmal werden wir einfach nur ein ganz normales System bauen, was schon ein bisschen Leistung hat, schön Power hat. Davon will ich auf jeden Fall profitieren. Und dann schauen wir mal. Das wird mir vollkommen dann reichen. Ja. Ne? Auf jeden Fall, ich finde das Gehäuse sehr schön. Es macht einen sehr guten Eindruck. Was noch, was ich noch zeigen wollte, ist die Front. Das mache ich noch schnell. Wie gesagt, viele sagen immer, meine Videos sind zu lang, aber viele sagen auch, es ist schön ausführlich. Ich will es auch diesmal nicht zu lange machen, weil es gibt genug Videos von dem Gehäuse hier, die man sich wirklich mal anschauen kann. Wie gesagt, aber es war kein Gehäuse dabei, was gezeigt hat, dass hier kein Staubfilter dabei ist und dass man die Türen eben doch wechseln kann, wenn man möchte. Und das ist für mich eigentlich somit das Wichtigste gewesen, denn was nützt es, wenn es so steht und ich muss jedes Mal hinterm Gehäuse greifen. Also ich werde das so machen und dann schauen wir mal. Was ich euch zeigen wollte, die Front, die kann man auch sehr einfach lösen. Da sind hier so vier Clips, die werden einfach rausgezogen, da kann man die Front hier schön lösen. Ja, das ist also wirklich sehr einfach, aber ihr seht, hier ist nirgendwo ein Staubfilter. Ja, das heißt, wir haben hier sehr große Öffnungen. Wenn jetzt hier ein 140er Lüfter die Luft zieht, dann haben wir natürlich auch hier sehr viel Staub mit dabei. Jetzt bin ich aber überlegen, ob ich den Staubfilter hier wieder vor dem 140er Lüfter setze. Ja, dass ich das praktisch hier so davor setze. Ich muss mal gucken, wo die Löcher sind. Die sind hier, genau, ja. Dass ich den so davor setze. Kann das sein, der 140er? Ne, der muss hier oben irgendwo sein, oder? 1, 2. Ja, hier oben kommt der 140er. So. So würde dann sein. Ja, der kommt ja von der anderen Seite dran. Und den kann ich dann hier mit dem Staubfilter schön festmachen. Das heißt, hier würde sich an dem Filter der Staub sammeln. Finde ich eigentlich die einfachste Lösung. Ja. Denn die Front hat man mal schnell abgeklipst und den Filter hier kann man dann ganz einfach sauber absaugen. Ja, das habe ich ja jetzt oben bei dem Corsair-Gehäuse auch. Also ich finde die Filter echt super hier. Ne? Das heißt, die werde ich so auch machen und dann kommt der 140er Lüfter da rein. Dann kann ich hier vorne ab und zu mal abmachen und ganz einfach den Filter absaugen. Ja, ne? Also ich habe mir die in 10 Stück bestellt, da waren was von 3, 4 Euro oder was. Aber ich finde es super. Die sind auch sehr stabil hier. Ich gucke mal, ob ich den Link noch finde. Dann kann ich euch den unten in der Beschreibung mal reinsetzen. Also wirklich tolle Idee. Die gibt es, glaube ich, auch sogar in 120. Bin ich aber jetzt, ich will mich nicht festlegen. Ja, aber die kann man auch notfalls zurechtschneiden. So, also, das ist dann hier praktisch diese Front. Ja, die ist jetzt, das Gummi ist wahrscheinlich hier mit den 6 oder 8 Schrauben gehalten. Ja, da könnte man hier das normalerweise sogar noch abnehmen. Muss man aber ja nicht. Passt also wunderbar. Ja, und dann einfach hier wieder festgeklemmt und schon ist das Gehäuse fertig. Ja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja. Und ja, ich freue mich schon auf den Zusammenbau. Ihr hoffentlich auch. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, denn meine nächsten Videos kommen auf jeden Fall. Ihr seht, da liegt das Netzteil schon bereit, alles liegt soweit bereit. Ich muss jetzt noch gucken, welches Board ich nehme. Von AM4 gibt es noch nicht so viele. Darum wird es wahrscheinlich doch das ASRock werden. Ja, weil das Biostar sagt mir nicht so zu und das ASRock weiß ich noch nicht, ob ich das mit dem 370er Chipsatz nehme oder 350er, weil mehr Unterschied ist da nicht. Anschlüsse, alles ist gleich. Audio, alles ist gleich, außer der Chipsatz. Und ich habe ja auch schon von Asus die 350er gehabt und konnte damit wunderbar auch den Reisen übertakten. Und alles super, das Board lief wirklich absolut toll. Kann ich eigentlich nicht meckern. Ja? Darum muss ich mal schauen, welches Board es wird. Ich hätte gerne eigentlich ein Asus gehabt, aber naja, Asus hat noch keins veröffentlicht. Darum, ja, warten wir mal ab. Und MSI habe ich auch mal angefragt, aber ich glaube, da gibt es zurzeit auch noch nichts. Ja, sind sehr, sehr mager. Darum, ja, lasst uns überraschen, was es wird. Ihr werdet es auf jeden Fall miterleben. Und ich sage hoffentlich.
Ja, ihr werdet es hoffentlich miterleben und ich sage ganz einfach, ja, ich hoffe, es hat's gefallen. Lasst einen Daumen da, würde ich mich darüber freuen. Und was ich immer zum Schluss sage, ganz einfach, tschüss zusammen.